Wow, Samstag ist heute. Morgen fahren wir ja. Jetzt bin ich wieder halbwegs gesund, dafür hat es einen Geo komplett erwischt mit Schnupfen und allem. Ich glaube schon langsam, dass wir da vielleicht ein bisschen Sommergrippe jetzt gehabt haben. Ja, egal. Wir müssen jetzt eh schon ein paar Sachen einräumen ins Auto und dann schauen, was wir noch später machen. Kinder gern logischerweise beschäftigt, aber es ist schon 2:45. Wir haben heute alle sehr lang gepennt, weil die Kleine bis 4 Uhr wach war. Die ist um Mitternacht aufgewacht bis 4 Uhr und jetzt Katastrophski. Also ein Georg, seine Pizza, der den ersten Abend, wo wir gestern einen Kühlschrank reingetan hat und nie mehr angegriffen hat. Den schmeiße ich jetzt in den Müll. Hoho. So, das hat er schon ein bisschen voreinräumen. Zum Beispiel Bettwäsche. Nicht mehr brauchen frische. So, wir gehen jetzt vorher baden und nach am Abend eventuell schauen, wie sich das ausgeht, weil die Tochter ist ein bisschen übermüdet. Dass man halt mit so einem 6er, aber das hat diese komischen Wagen, wo man treten kann mit 6 Leitrennen oder so, darf man mit der einmal fahren. Ah, heute wieder strahlendes Wetter und dann geht einmal der Wind, das ist schön. Das ist wirklich einmal angenehm, es ist ja immer so steckig und so niederdrückend die Hitze. So. Aperol Bier, da sind wir wieder beim Becken. Also als Familienvater ist es echt schon ewig her, dass ich einfach nur auf einer Liege liege und dabei mein Bier trinke und die Sonne genieße. Ich liebe es! Ach, das hatte ich schon lange nicht mehr. Prost! Da schraubt wer ein Lauch. Da habe ich jetzt hineingegraben. Der kommt nie wieder raus. Nur retten? Nie wieder. Soll ich es probieren? Ja, probier. Ja, ich weiß, geht ja leicht. So, eigentlich wollte man mit dem komischen vierrädigen Radl da vorne, aber das geht sich leider zeitig nicht mehr aus. Es ist schon 19 Uhr. Jetzt fahren wir schnell zum Lidl, kaufen Kohle und Fleisch und Salat und da gibt es eine fette Grillerei. Wir haben sogar schon gefragt bei dem Grillplatz. Nachdem die Kleine einpennt ist, kann sie ja auch heute ruhig länger aufbleiben. Und gehen wir sagen. Hey. So, der Martel ist jetzt bei der Apotheke. Gell, Schorsch? Ja. Oh, 20 Uhr. Ah, 20.30 Uhr. Bei uns hat er nicht so lange offen. Ja, Kreizen. Kohle, der Mann mit der Kohle. Bierstoff für die Kinder, auch Kilo. Wir müssen uns leider beeilen, das müssen wir gerade relativ schnell umtun, aber wurscht. Garne haben wir. Der Georg vom Grillplatz. Ich will ja nur einen Kochtopf. Wo wir das Fleisch nicht holen. Ein Kochtopf? Ach so, verstehe schon, ja passt. Da hinten ist einfach der Kochtopf. Grillplatz. Also da ist ja immer bis öppe Kinderdisco und das ist so lästig irgendwie. Und will du spielen Steak, da wo ich mir am liebsten mit einem Bier dazu setzen würde. Da hört schon dann auf. Oh! Ja, das wird länger dauern, das ist der Katja Steak. Ja. Die geile Eigenkonstruktion. Da gibt es jetzt schon ein paar Punkte. Abzug, ja. Achso, der Ritterl erwischt, hoppala. Okay, auch nicht blöd. Das war eigentlich gar keine Absicht, ich wollte normales Fleisch nehmen, aber wurscht. Ich kenn's dir keine Lied. Das ist ja typisch, der Katja Fleischsteak ist wieder normal und sonst haben wir nur Ritterl erwischt. Weil wir halt kein Italienisch können, das ist in der Verpackung wie ein Shop ausgeschaut hat. Das ist auch irgendwo von so Geschäften, weil es ist so Tourismusstadt und
Der Blick aus dem Hintertürchen. Schutt und Acker. Und der Weg. Hm. Wenn man das iPhone macht, ist das voll teuer, hell. Oh, Würsteln und Händel. Ja, der Speck braucht nicht viel Glut, Daniel. Und da haben wir natürlich die Füße. Schau da. So, da. Die ganzen Früchte. Vergessen haben wir schon. Hoho.